Ich weiß, Leute, die Musik hört sich nicht so an. Aber wir sind tatsächlich immer noch bei Leisure Suit Larry Red Dreams Don't Die. Aber wir sind aus irgendwelchen Gründen im Jahr 1987. Da ist doch was kaputt, ey. Was soll denn das hier? Ich dachte, wir sind im Jahr 2018. Also aus der Sicht vom Spiel zumindest. Ja. Guckt euch diese wunderschöne Pixelgrafik hier an. Ist sie nicht toll? Also ich meine, ich habe nichts gegen Retro-Games, ne? Wisst ihr ja. Ich zock auch hin und wieder Retro-Games, aber... ja, hier gab es schon viele fiese Verstopfungen. Aber habe ich mein Inventar? Ja, da habe ich tatsächlich. Nasse Zeitung. Eine Ausgabe des Wall Street Journal vom 5. Juli 1987. Mann, Larry, kannst du nicht selber reden, ey? Ist doch schlimm. Klotür. Was ist da? Mal gucken. Spiegel. Larry? Ja? Ich mag deinen Stil. Danke. Du weißt, wie man es macht. Bis später, Larry. Mann, ist das dumm. Was kann ich mit der Klotür machen? Ja, gut, schließen, okay. Kann ich mit dem Pömpel irgendwas anfangen? Das ist gut, so wie es ist. Aber kann ich den Pömpel hier beim Klo benutzen irgendwie? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Und was kann ich mit der nassen Zeitung machen? Waschbecken. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Ja, kannst du die Zeitung trocknen? Ich könnte es ja trocknen, aber der Handtrockner funktioniert nicht. Warum nicht? Hier. Besser nicht. Habe ich sonst irgendwas hier verpasst? Schlüsselloch. Kann ich da durchgucken? Vielleicht, ne? Habe ich jetzt was? Nee. Mit dem Finger kann ich das bestimmt nicht aufschließen. Was mache ich jetzt mit dem Handtrockner? Ein Blowmaster, Baujahr 1987. Die Firma hat auch einen Staubsauger gemacht, den Suckmaster 9000. Klasse Teile, ist bei mir im Dauerbetrieb. Bei mir ist es eben sehr staubig. Klar. Kann Larry mir was sagen? Wer bist du? Was glaubst du denn? Lefty in Verkleidung? Ich bin, was du bist. Ich bin, was du sein willst. Ich bin, was du sein wirst. Hä? Sieht aber auch nicht schlecht aus. Ich weiß. Okay, du sagst mir nichts. Na dann, Komplettlösung. Was sagst du mir? Achso, ich soll den Waschbecken mit dem Pömpel freimachen. Ich hätte jetzt eher gedacht, beim Klo soll ich das benutzen. Aber okay. Da war ein Aal im Rohr. Okay. Na dann nimm den Aal mal mit. Wow, als ich den angefasst habe, ist er sofort ganz steif geworden. Meine Hände wissen, was sie tun. Ja, aber echt, ey. Und kann ich den Aal jetzt benutzen? Okay. Ja, aber meine Zeitung ist ja nicht getrocknet. Oder vergeht jetzt der Handtrockner wieder? Nein, hä? Ich soll die Zeitung da durchschieben. Ja, so bekomme ich das nicht unter der Tür durch. Wie soll ich das dann trocknen? Irgendeine Idee? Verstehe ich nicht. Was? Ich kann Larry drum bitten, den Handtrockner zu reparieren?
hier, Handtrockner. Das soll den Handtrockner reparieren können, anscheinend. Ja, der scheint kaputt zu sein. Hier, repariert ihn mal. Danke. Warum hat das nicht gleich geklappt? Jetzt ist es wieder trocken. Okay. Und jetzt kann ich hier die Zeitung benutzen und drunter schieben. Das hilft mir nicht. Doch, das hilft dir. Da, guck. Die Zeitung ist jetzt unter der Tür und guckt. Ja, genau. So, jetzt kann ich den Aal hier durchschieben, oder? Und der Schlüssel ist auf die Zeitung gefallen. So, und jetzt haben wir den Schlüssel. Können den nehmen. Bist du auch, Larry? Hättest du gern. Ein Fossil wie du ist einmalig. Das beruhigt mich jetzt schon irgendwie. Ich will nur die Tür aufschließen. Das kann ich mir vorstellen. Hauptsache, du kannst irgendwo was reinstecken, was? Dazu noch einen blöden Spruch und du bist glücklich. Ja und? Dir ist überhaupt nicht klar, was für eine jämmerliche Witzfigur du bist, Larry. Aber egal. Dir ist sowieso nicht zu helfen. Benutze mich. Will ich ja auch. Und zur Bau. Aber jetzt ein schönes Bier mit Lefty. Ist aber nicht Lefty's Bar. Wie, das ist nicht Lefty's Bar? Hä? Ist das Trump oder was? Larry Leffer, willkommen. Also ich wollte lesen. Du bist ja gar nicht Ronald. Aber Donald. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute möchten wir dich für deine Dienste um die Erziehung der Amerikaner. Ja, lass mich doch lesen. Junge Menschen wie Bill. Wunderkind. Du bist der Größte, Larry. Ich habe alle deine Abenteuer erlebt und so gelernt, wie man mit Frauen umgehen muss. Oha. Larry, wie ich, bist du ein Symbol aus einer besseren Zeit, als Männer noch richtige Männer waren. Wir können so viel von dir lernen. Dein Erfahrungsschatz darf nicht verloren gehen. Ich muss dir bespeedrunnen durch die Texte. Erklär dem kleinen Bill und der ganzen Nation, wie du eine Frau ansprichst. Ich greif sie an. Ich achte darauf, dass die Frau sich nicht von mir bedroht fühlt. Egal, nächste Frage. Fass meine Frau zuerst hin. Titten. Und pack deine Frau nicht einfach so an. Das werde ich immer beachten, Larry. Was geschieht mit mir? Das frage ich mich auch. Hast du etwa alles verlernt? Bist du jetzt ein totaler Loser? Traurig. Ich gebe dir noch eine Chance. Wohin gehören Frauen? Ins Bett. Frauen sind Gleichberechtigung und können das selbst entscheiden. Das hat er nie gesagt, ist das klar? Fake News, alles ist eine totale Hexenjagd. Bill, hör nicht auf den komischen Typen. Ich check gar nichts. Millenia, nicht weinen. Blasen. Ich werde mich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen und mir professionelle Hilfe geben lassen. Ich verliere mich, das kann nicht sein. Aua, wie das Piepsen. Aua! Es tut doch weh! Hä? Ich verliere mich, das kann nicht sein. Wo bin ich jetzt? Er kommt wieder zu sich! Siehst du, war gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Ah ja, klar. Was ist passiert? Das neue Pifon ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Das war alles nur ein Traum. Anscheinend. Versteht ihr? Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Prune ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, oder? Wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe. Auf zum Pier. Du hast alles verdorben. Du musstest nur dafür sorgen, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die halbe Stadt auf seine Seite zu bringen. Verflucht, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith?
weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht von Prune. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt. Warte! Sie legen gerade ab? Von hier, ja, dann renn doch hinterher. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Na gut, sieht aus wie eine Leiter hier. Kann ich so hier hoch? Also. Ich glaube, da schwimme ich lieber hinter ihnen her. Du springst jetzt durch das Vollauge, Larry. Ich hab gar nicht gesehen, jetzt dringel nicht so um. Los jetzt! Na gut. Let's go! Also ich hätte jetzt eher gedacht, ich sollte es als Treppe benutzen, diesen Kistenstapel da, aber okay. Oh shit. Bah. Oh, das war knapp. Aber ich bin an Bord. Warte mal. Mist, bei meinem todesmutigen Sprung sind mir alle meine Sachen aus der Hose gefallen. Na toll. Oh nein. Pi? Keine Sorge, ich bin noch hier. Leider. Ja gut, dann... Faith, nicht alle Sachen. Die bekommst du niemals auf. Doch, woher willst du das wissen? Ich habe die modernsten Sensoren. Wie lange dauert die Fahrt denn? Beim aktuellen Verkehr 3 Stunden und 47 Minuten. Verkehr? Sing mal was. Kannst du was singen? Sing doch selbst. Und Witze? Kannst du mir ein paar Witze erzählen? Du meinst von der Sorte, kommt eine Frau beim Frauenarzt? Genau. Nein. Oh. Kannst du mir ein paar Filme zeigen? Oder auf Filmchen? Hoher See habe ich keinen Empfang. Sad. Das wird jetzt langweilig. Was könnte ich wohl tun, um die Zeit totzuschlagen? Einen Baseballschläger. Ist echt schade, dass du kein Sexroboter bist. Oder wenigstens eine Sexpuppe. Ach, vielleicht findest du hier ja sowas Ähnliches. Großartige Idee. Warum ermutige ich ihn auch noch? Wasch dir wenigstens die Hände, bevor du mich dann wieder anfasst. Nö. Hier, BH habe ich schon mal. Ich frage mich, ob der Faith gehört. Na, jetzt nicht mehr. Was ist das hier? Hm. Hier ist ein Brett lose. Oh. So einfach bekomme ich das nicht aufgehebelt. Gibt's hier irgendwo ein Brecheisen vielleicht? Mit bloßen Händen bekomme ich den nicht auf. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da reinschauen möchte. Ich will da reinschauen. Mich interessiert das jetzt. Vibrierendes Päckchen. Was ist da denn drin? Nein, das bekomme ich so nicht auf. Auch nicht. Bekommst du überhaupt was auf? Wenn ich jetzt über Bord gehe, könnte ich ertrinken. Und Faith wäre enttäuscht, weil sie dann kein Date mehr mit mir haben könnte. Nein, du wärst dann enttäuscht. Fun Fact, auch du kannst unter Wasser nicht atmen, Larry. Und nein, auch dein großer Durst hilft dir jetzt nicht weiter. Aber keine Sorge, unser berittetes Tauchkommando ist jetzt schon wieder unterwegs, um dich aus deiner Lage zu befreien. Dieses eine Mal wenigstens. Ausnahmsweise, vielleicht hast du ja was draus gelernt. Ah ja, und dann werde ich wieder zusammengesetzt. Das ist doch die Sequenz, die wir bei dem Stromkasten da mal hatten, ne? Bei Lefties. Ah, nicht Stromkasten, das war also drinnen halt, bei diesem Stromkabel. Na, einfach. Giftfass? Ist fest verschlossen. Vermutlich, weil der Inhalt nicht so gesund ist. Ja, aber hier ist alles fest verschlossen. Oh. Nice. Eine Brechstange. Können wir dann hier alles mal aufheben? Aufhebeln? Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekommt nicht auf. Echt nicht? Und das hier? Mal schauen, ob was draufsteht. Ja, scheint so. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Hm. Hier ist ein Brett lose. So einfach bekomme ich das nicht aufgehebelt. Echt nicht? Mit bloßen Händen bekomme ich den nicht auf. Ich bin mir auch... Ach so, ja, ich sollte vielleicht auch die... Die nein, beiden Sachen... Ich wollte die Brechstange auswählen. Geht das? Yes. Oh nein. Larry, tu es nicht. Klingt wie ich beim Hotdog-Wettessen. Also, danach.
Hey, weh, das geht jetzt. Das lässt sich nicht kombinieren. Danke. Wenigstens einmal wurde ich nicht enttäuscht. Hä? BJ, bist du ein Vampir? Puh, das ist nur eine Puppe. Aber was für eine? Eine sehr abstruse Puppe. Zwar nicht direkt eine Sexpuppe, aber vielleicht lässt sich daraus ja was improvisieren. Aus BJ doch nicht, ey. Du bist ja schlimm. Oje, oje, oje. Kannst du was mit dem Gummihühnchen anfangen? Die BJ-Puppe macht jetzt stöhnende Geräusche. Och nee, ey. Och die nee, BJ-Puppe ey. Trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Was Vibrierendes? Vielleicht? Hier ist filigraneres Werkzeug gefragt. Die ist schon offen. Giftfass? Leuchtender Schlamm. Das fasse ich nicht an. Meine bisherige genetische Struktur und ich sind dicke Freunde. Ja, aber kannst du das nehmen, das vibrierende Päckchen oder so? Dass ich das irgendwie auflöse? Nein, das bekomme ich so nicht auf. Ist ja sonst irgendwas? Holzsplitter? Ah, Holzsplitter vielleicht. Au! Das ist ganz schön scharfkantig. Kant. Mal gucken. Der Holzsplitter könnte dafür scharf genug sein. Na, hoffentlich. Jawohl. Jetzt vibriert's wohl nicht mehr. So gefällt er mir. Aber was mache ich jetzt damit? Am besten nichts, bitte. Jetzt hat er den mitgenommen, oder was? Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Schade. Kann ich das hier reinwerfen einfach? Besser nicht. Warum nicht? Die bekomme ich auf keinen Fall auf. Ich muss mir wohl irgendwie die Zeit vertreiben, bis wir ankommen. Was ist mit dem Päckchen eigentlich? Das macht es nicht besser nicht. Kann ich da nichts damit so machen? Das hilft mir nicht. Das lässt sie. Das macht es nicht. Was soll ich denn dann machen? Ich kann doch jetzt nicht hier die ganze Zeit doof rumstehen. Das habe ich schon aufgemacht. Sonst ist ja nichts mehr. Also nichts, womit ich interagieren kann, ne? Faith, so nah und doch so fern. Yep. Beschädigte Kiste, Brechstange. Es gibt Dinge, die in doppelter Ausführung Sinn ergeben, aber eine Brechstange reicht mir. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte mal... So gefällt mir das. Aber was mache ich jetzt damit? Das würde ich auch gern wissen. Was mache ich jetzt damit? Erzähl mal. Hier. Ja. Also doch ins gelbe Fass tunken. Habe ich doch probiert, oder nicht? Warum eigentlich nicht? Mal sehen, was damit passiert. Da passiert nichts. Blöder BJ. Das sieht... Was glaubst du da gebaut zu haben? So siehst du bestimmt so aus. So stelle ich mir vor, wie du aussiehst. Nie war ich dankbarer, keinen Körper zu haben. Ich könnte dich doch in ihren Kopf stecken und du könntest mit mir reden, während ich... Wage es nicht! Pi, wenn ich mich zu sehr reinsteigere und gar nicht aufhören will, dann sag mir Bescheid, wenn wir da sind. Pi? Nö, Larry. Hat sich wohl ausgeschaltet. Zur Sache, Schätzchen. Nein, Larry. Bitte nicht. 30 Sekunden später und dann ist er schon
An seinem Höhepunkt oder was? Mit dem hässlichen Teil. So lange habe ich noch nie mit einer künstlichen Frau durchgehalten. Und es scheint dir Spaß gemacht zu haben. Pi? Hallo? Ist es vorbei? Du hast etwas verpasst. Sind wir bald da? Ortung läuft. Wir legen gleich in Cancun an. Verzage nicht, Faith. Ich bin gleich bei dir. Ich werde dir helfen, Prune zu retten. Und dann sind wir endlich zusammen. Also zum Glück gab es keine Bilder dazu, sage ich ehrlich. Aber wo ist Faith jetzt? Ich sollte nach Einheimischen Ausschau halten. Vielleicht haben die sie gesehen. Maybe. Aber es sieht hier schön aus, ne? Gringos go home. Dann schauen wir uns hier mal um. Oha, ich habe mich gestochen. Was? Wie bei einer Sandburg gestochen. Wer steckt denn sowas in eine Sandburg? Ein was gefährliches denn? Pflaster ist das hier. Was war in der Sandburg? An die Spritze, aua. Unfruchtbare da Erde. Da wächst nichts, was ich mitnehmen könnte. Leer gepflückt. Zitronen kannst du doch. Ach so, sind keine mehr da. Und eine Avocado ist noch da. Nice. Was ist im Brunnen? Gucken wir mal. Was ist in dem Kübel? Da ist kein Wasser im Eimer. Dann nehmen wir ihn halt mit, ne? Da geht es aber tief runter. Meine Sensoren registrieren dort dein Niveau. Oha. Ey Leute, den kennen wir doch, den Typen da hinten. Den kennen wir doch. Hier. Nicht? Was geht hier so ab? Hola, Gringo. Hola. Was darf's sein? Lefty? Lefty? Psst. Hier heiße ich Lefto. Die Einheimischen hier wollen das so. Warum? Sonst hätte ich keine Shank-Lizenz bekommen. Die sind da etwas komisch. Irgendwas mit Importbeschränkungen und Zöllen. Ah ja. Was hat es mit der Villa auf sich? Die gehört diesem BJ von Prune. Als er reich wurde, hat er die halbe Insel gekauft und das Ding dahin gebaut. Er ist wohl nicht so oft hier. Derzeit allerdings schon. Kein Wunder. Und er hat eine Mauer gebaut, um die Einheimischen fernzuhalten. Nein, nee, die haben die Einheimischen gebaut, damit sie ihre Ruhe also vor den reichen Gringos haben. Ach so. Wie bist du hier gelandet? Ach, es schien mir ratsam, die Stadt zu verlassen, als die Gesundheitsbehörde anfing, an meinem Kraftbier rumzumäkeln. Dabei ist nicht mal jemand daran gestorben und die meisten Vergiftungssymptome sind schnell wieder abgeklungen. Damit war ich eindeutig im Visier des tiefen Staats und musste zu meiner eigenen Sicherheit das Land verlassen. New Lost Wages ist sowieso ein heißes Pflaster. Prune hatte ja schon die halbe Stadt übernommen und nun stehen sie kurz vor der Pleite. Nach deinem Auftritt bei der Präsentation haben die Pifon-Besitzer die Firma mit Klagen überzogen. Und dann ist diese Anwältin an die Öffentlichkeit getreten. Irgendwie hat die Insider-Infos bekommen. Keine Ahnung wie. Woher sie die wohl hat? Woher sie die wohl hat? Jedenfalls hat sie offengelegt, dass Faith viel mehr in alles verstrickt ist, als die Leute bisher wussten. Dazu noch diese Katastrophe mit der Explosion bei der Vorstellung. Oh. Wenn Prune jetzt nicht schnellstens Schadensbegrenzung hinbekommt, ist der Laden am Ende. Okay. Bis später, Lefty. Lefto. Ja, bis später, Lefto. Dann mal gucken, Kochbuch, was... Achso, kann ich mitnehmen, okay. Was steht da drin? Hier ist ein Rezept für Original Cancun Guacamole. Dafür braucht man eine Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Ah ja, die Alpakas habe ich schon gesehen.
Na gut, dann gucken wir mal, ne? Wo wir die Zutaten herbekommen. Weder ist mir kalt, noch habe ich Hunger. Und der Weihnachtsmann bin ich auch nicht. Was servierst du hier? Cerveza de los Barbaros. Barbarenbräu. Das sieht genau wie grünes Barbarenbräu aus. Es ist die neue Rezeptur, die du mir in New Lost Wages besorgt hast, Larry. Ist wirklich lecker. Aber diese kleinliche Gesundheitsbehörde interessiert sich ja nicht für den Geschmack. Ja, bloß für die langweilige Gesundheit. Etwas Salz und Zitrone dazu gegeben und geraspelte Echse für die Farbe. Man muss sich ja an die einheimischen Gepflogenheiten anpassen. Na, dann gib mir die Zutaten, die brauche ich. Ach so. Eine Cerveza de los Barbaros, bitte. Kommt sofort. Lass mich raten. Ich soll wieder anschreiben. Ja. Ich habe wohl vergessen, Geld zu wechseln. Naja, ich musste auch etwas übereilt nach Cancun umziehen und habe deinen Deckel vergessen. Fangen wir einen neuen an. Hier, bitte. Ein neuer Deckel. So, danke. Lefto. Also bis später, Lefto. Eins steht fest. Ich werde das sicher nicht trinken. Nein, aber wir können ja die Wo Zutaten. Ist Becky, wenn man sie mal braucht? Keine Ahnung. So. Die beiden Sachen funktionieren. Ja, nicht. Und hier? Ah, oh, okay. Jetzt ist es in der Spritze. Ich hoffe, das Bier ätzt sich nicht durch. Das wäre schlecht. Also, was brauchen wir nochmal alles? Warte, ich lese mal hier, was wir alles brauchen. Okay. Hier, Kochbuch. Ach so. Avocado, sonnengereifte Tomate, frischer Koriander, etwas Zitronensaft und eine Prise Salz. Na gut. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Der Part ist ja wieder lange genug. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr findet, dass das hier sehr schön aussieht, sehr exotisch, ja, dann würde ich mich auch über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, Leute. Ciao.